Wir sind ein Kreisverband, dem 11 Ortsvereinigungen angeschlossen ist. Und wir haben eine primäre gesetzliche Aufgabe im Katastrophenfall, dort helfen für die Menschen tätig zu werden. Und ansonsten betreiben wir hier auch andere Tätigkeiten, wie einen Rettungsdienst zu unterhalten. Wir betreiben ein eigenes Seniorenzentrum. Wir leisten wichtige Hilfe bei älteren Menschen im Hausnotrufsystem und ähnliche Dinge mehr. Also Sie sehen, also ein großes Angebot, was von uns als Kreisverband unterhalten wird. Ja, Rot-Kreuz-Beauftragter ist eigentlich der Katastrophenschutzbeauftragte oder Krisenbeauftragte, wie immer man das nennen will. Er ist zuständig und verantwortlich nach den Regelungen und Vorschriften des DRK für den Katastrophenschutz, für den Krisenfall. Immer dann, wenn es irgendwo kriselt, dann gilt es ja, diese vielfältigen Aufgaben, die sonst im DRK sind, dann zu bündeln und gezielt für diesen Katastrophenfall einzusetzen. Aber wir haben uns auch anderweitig verpflichtet, für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir in der bisherigen Art und Weise den Rettungsdienst zum Beispiel ausüben, weil da nimmt man uns in der Regel am intensivsten auch wahr. Wir haben über 300 freiwillige Helferinnen und Helfer, die aktiv in den Ortsvereinigungen, in den Bereitschaften, in der breiten Ausbildung als Ausbilder, als Verkäuferin im Kleiderlädchen und nicht zu vergessen, als Vorsitzender, Stellvertreter, ja, alle, die im Vorstand tätigen, sind ehrenamtlich im Roten Kreuz. Und so sind es also weit über 300 in Bad Hersfeld. Dieses Ehrenamt heißt ja uneigennützig und unentgeltlich. Das heißt, man bringt sein persönliches Engagement ohne Dollarzeichen in den Augen, ist so ein beliebtes Wort von mir, ein, um für seinen Nächsten da zu sein, um für die Mitbürgerinnen und Mitbürger da zu sein, für die Menschen, die in Not geraten. Und das ist der Begriff Ehrenamt für mich. Nicht wer im Sportverein Sport treibt, das macht er für sich. Aber schon alleine die Vorsitzenden sind schon wieder ehrenamtlich da, nämlich für die Gemeinschaft. Und das ist das Ehrenamt eigentlich. Und ohne dieses Ehrenamt in unserer Gesellschaft, er kann der Staat und seine Untergliederungen auch zumachen. Denn wir Bürger sind einfach dafür da, auch uns gegenseitig zu helfen. Wir sind darauf angewiesen, bei den unterschiedlichen Aufgaben, die wir erfüllen wollen und müssen, dass wir auch die Menschen erreichen, die uns unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig und darin sehe ich eigentlich die primäre Aufgabe von uns als Kreisverband in Zusammenarbeit mit unseren Ortsvereinigungen.